Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und ich muss wirklich sagen, ich freue mich und bin überaus aufgeregt, denn das Gesicht meines heutigen Gastes ist mir seit vielen Jahren aus Kino und Fernsehen sehr vertraut. Sie ist Schauspielerin und steht in vielen spannenden Projekten vor der Kamera, vor dem Mikro und auf der Bühne. Filme wie Bella Martha oder Das Leben der anderen haben sie bekannt gemacht. Gerade ist sie mit Wunderschön im Kino zu sehen. Und am 20. März ist sie mit einer Konzertlesung in der Kölner Philharmonie zu Gast. Und darüber hinaus wurde ihr brandaktuell der Deutsche Hörbuchpreis 2022 verliehen. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Martina Gedeck. Ganz herzlichen Dank, ich freue mich sehr. Worin liegt denn für Sie die Herausforderung als Schauspielerin, bei einem Hörbuch nun nur mit Ihrer Stimme über viele Stunden, ich glaube, im Fall von Nastjas Tränen waren das ja über 5 Stunden, ja, dieser Geschichte dann Leben einzuhauchen, allein mit der Stimme? Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich gut vorbereitet. Das eigentlich Wichtige dabei ist, finde ich immer, dass man den Bogen der Erzählung kennt und dass man weiß, wo die Geschichte hingeht und was für Linien und was für Bewegungen sie macht. Und das ist natürlich bei einem Stoff, bei einem Roman von 300 Seiten gar nicht so einfach. Also das heißt, ich beginne immer damit, dass ich mir die Geschichte sehr gut zu Gemüte führe, dass ich sie einfach immer wieder lese. Also ich habe Nastjas Tränen, glaube ich, 4-5 Mal gelesen und dann eben auch laut gelesen. Und dann entwickelt man natürlich ein Gefühl für die Figuren und kann sich mit den Figuren identifizieren. Man verbindet sich dann innerlich mit den Figuren und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Den langen Atem braucht man allerdings, das ist richtig. Also das Schöne ist halt, dass die Stimme, aber das geht mir beim Drehen eigentlich ähnlich, wirklich ein ganz großartiges und oft unterschätztes Instrument ist. Das gilt eben nicht nur für den Sänger, sondern auch für den, und nicht nur für den Bühnenschauspieler, sondern überhaupt auch gerade im Medium Film und im Medium Radio oder Hörbuch ist das entscheidend, was macht die Stimme. Und du kannst eigentlich alle Emotionen, Gefühle und die kleinsten Nuancen von Stimmungen kannst du in der Stimme ablesen. Und man hört sofort an der Stimme, was mit dem Menschen gerade los ist, wenn man ein Ohr dafür hat. Und deswegen liebe ich eben Radio und die Radio- und Funkarbeit Wahnsinn. Ich habe das immer schon von Beginn weg, seit ich auf der Schauspielschule war. Wir hatten das damals sogar noch gelernt, das Mikrofon sprechen und so weiter, haben wir in der Schule noch gelernt. Habe ich immer gerne gemacht und auch immer parallel gemacht, ja. Und was muss so eine Geschichte oder ein Drehbuch, eine Figur mitbringen, damit sie das Gefühl haben, ja, das ist was für mich? Ja, also meistens, ich kann das gar nicht so genau erklären, aber ich weiß es eigentlich immer sofort. Das sind ja ganz unterschiedliche Figuren. Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist eine bestimmte Richtung, aber irgendwie müssen die verschiedene, ich glaube, sie müssen verschiedene Facetten haben. Sie müssen nicht nur eindimensional erzählt sein. Es ist immer interessant, wenn man jemanden nicht sofort durchschaut oder nicht gleich weiß, was ist mit diesen Menschen los. So ist es ja auch im wirklichen Leben, also mit den normalen, echten Menschen, dass sie aus ganz vielerlei verschiedenen Schichten bestehen und man sie nicht sofort auf den ersten Blick entdeckt. Und das ist eigentlich das, was ich immer an den Figuren wichtig und interessant finde, dass man sie im Laufe der Erzählung erst kennenlernt und dass sie sich vielleicht auch als etwas ganz anderes entpuppen, als was man vorher gedacht hat. Also die Figuren machen meistens in Filmen und auch in den Romanen Entwicklungen durch. Und die zu begleiten, das ist eigentlich das Interessante.
So würde ich das jetzt erstmal beschreiben. Natürlich gibt es da noch viele andere Gründe, warum macht man jetzt, warum möchte man diese Rolle spielen oder diese nicht. Aber bei mir sind das meistens solche Dinge. Und ich habe auch unterschiedlich Lust jetzt bei Nastjas Tränen. Das ist natürlich ein ganz außergewöhnlicher Roman. Es geht um eine ukrainische Frau, die eben auch aus wirtschaftlichen Gründen in Deutschland arbeiten gehen muss und ihren Enkel in der Ukraine zurücklässt und ihre ganzen Verwandten und Freunde. Und das ist, wir haben das vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr aufgenommen. Das ist ja jetzt im Moment gerade ganz aktuell. Also das ist ja eine Erzählung von Natascha Wodin gewesen, die sehr außergewöhnlich war und wo ich ganz viel Neues erfahren habe. Das finde ich auch immer noch interessant, wenn es einen Aspekt hat, die Geschichte, der Roman oder der Film, dass etwas mit uns zu tun hat, mit unserer Gesellschaft und mit unserer Wirklichkeit. Das interessiert mich im Moment oder eigentlich schon länger stärker, als jetzt zum Beispiel in die Vergangenheit zu gehen oder zu gucken, ja, wir machen jetzt den 150. Aufguss von Sissi oder so. Das würde mich heute jetzt nicht mehr so stark interessieren. Natürlich finde ich die Figur der Kaiserin Elisabeth interessant, aber ich glaube, ich würde jetzt, im Moment interessiert mich mehr unsere Zeit und womit wir so beschäftigt sind. Und das finde ich toll, wenn sich ein Stoff damit beschäftigt. Und wenn Sie sich so einer Figur annähern, also es ist vielleicht so eine laienhafte Frage, weil ich halt keine Schauspielerin bin, aber ist das dann für Sie so, dass Sie quasi diese Figur kennenlernen und diese Figur verstehen wollen, oder ist das so, dass Sie sich diese Figur immer mehr zu eigen machen und sich auch immer mehr damit selbst identifizieren? Ich glaube, das ist beides. Ich glaube, da gehen zwei Dinge aufeinander zu. Also es ist natürlich immer in gewisser Weise ganz stark auch meine eigene Fantasie und meine eigene Projektion oder meine eigenen Gedanken, die ich habe. Aber sie treffen auf das, was der Autor geschrieben hat. Und der Autor, wenn man dem nachhorcht, hat sich ja auch was dabei gedacht. Der Autor hat ja auch seine eigene Fantasie entwickelt und um diese Figur zu kreieren. Und wenn man sozusagen, wir sind dann konfrontiert meistens mit einem weißen Blatt und da stehen ein paar Buchstaben drauf. Das mehr ist es ja nicht. Und wir finden im Laufe der Zeit, im Laufe der Annäherung an den Text, an die Situationen raus, worum geht es dem Autor oder was könnte man. Es ist ein bisschen wie ein Freilegen, ein bisschen wie eine archäologische Forschung. Man entdeckt plötzlich die Struktur, man entdeckt das Gewebe, man entdeckt irgendwann sozusagen das Skelett dieser Geschichte und dieser Figur und das, worum es eigentlich geht. Also ich finde immer, dass man den Autor nicht unterschätzen sollte, denn die haben ja auch sehr lange daran gesessen und gearbeitet. Und trotzdem kommt da natürlich noch sozusagen mein Impact mit dazu. Das heißt, ich tauche mehr und mehr in diese Welt ein. Ich arbeite auch sehr gerne ganz konkret am Text. Also es heißt, ich kann Ihnen das vielleicht ganz gut so beschreiben. Das ist ein bisschen, glaube ich, vielleicht wie bei der Musik, wenn man einen Text immer wiederholt, also über viele Tage oder Stunden, Wochen und ihn irgendwann beherrscht, so wie zum Beispiel ein Kinderlied, alle meine Entchen schwimmen auf dem See oder so, dann entwickelt sich plötzlich eine Fantasie dazu. Das heißt, mit einem Mal hast du bestimmte Bilder im Kopf oder dir werden Dinge klar und ich muss das nicht von außen rational feststampfen, was ich dann spielen möchte, sondern das kommt wie von selbst. Das ist etwas, was entsteht. Dadurch, dass ich mich sozusagen mehr und mehr vertraut mache mit dem Stoff. Und mit einem Mal fängt das an, lebendig zu werden. Und dann entstehen Dinge oft von alleine. Und dann wird mir plötzlich klar, ach so ist die Frau. Ach das, da könnte sie aber doch vielleicht eher lachen. Oder ach, eigentlich ist sie ja gar nicht so selbstbewusst, wie sie im ersten Moment scheint. Und so fängt man plötzlich an, überall verschiedene Ebenen zu entdecken und kleine Nischen und Dinge, die man vielleicht beim ersten Lesen noch gar nicht so richtig gesehen hat und die dann interessant werden.
Das sind ja auch ganz spannende historische Persönlichkeiten, die Sie da zum Teil spielen. Also Sie haben schon Clara Schumann gespielt und im selben Jahr, glaube ich, sogar auch dann Ulrike Meinhof. Da habe ich mich gefragt, wie macht man das denn in einem Jahr, dass man innerlich den Raum macht für Clara Schumann und ihre Erlebniswelt und für jemanden wie Ulrike Meinhof? Ja, also bei beiden, also wenn das historische Figuren sind, kann man ja sehr, sehr schön recherchieren. Und bei beiden Frauen gibt es unendlich viel Material. Es gibt, Clara Schumann hat Tagebuch geschrieben, es gibt wahnsinnig viele Briefe, es gibt zeitgenössische Aufzeichnungen. Also da kann man wirklich sich sehr, sehr gut einarbeiten. Und genauso ist es bei der RAF und bei Ulrike Meinhof. Bei Ulrike Meinhof habe ich natürlich anfangen können, auch ihre eigenen Sachen zu lesen. Das heißt, ich konnte mich ein bisschen wirklich mit dem beschäftigen, was sie selber so beschäftigt hat, als sie noch Journalistin war und auch später. Sie hat ja auch im Gefängnis noch ununterbrochen geschrieben. Von Ulrike Meinhof gibt es Aufzeichnungen, also sowohl Tonaufnahmen als auch filmische Aufzeichnungen. Also kann man sich an einigen Dingen orientieren. Und es gab natürlich auch noch Menschen, die sie kannten, mit denen ich sprechen konnte. Das war schon eine schöne Recherchearbeit und man springt nicht wirklich von einem ins andere. Also ich habe dazwischen schon dann die sogenannten Abspannpausen, wo ich einfach gar nichts mache und wirklich wieder auch zu mir selber komme, weil man möchte ja auch mal zwischendurch man selber sein. Und gehen Sie denn dann aus so einer Dreharbeit, als wenn Sie sagen, Sie sind dann zwischendurch Sie selber, sind Sie denn dann auch immer wieder auch eine andere? Also inwiefern prägt und beeinflusst das auch Sie ganz persönlich, wenn Sie ja viele Wochen auch investiert haben, sich mit der Gefühlswelt von dieser Figur auseinanderzusetzen? Ja, ich glaube schon, dass es sowas gibt wie ein Abfärben. Also ich weiß das von den Menschen, mit denen ich dann zu tun habe, die stellen dann fest, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen aggressiver unterwegs oder robuster oder ein bisschen zarter oder zärtlicher oder so. Das sind so kleine Dinge, an denen man das vielleicht auch sehen kann. Obwohl ich sagen muss, das hat eigentlich eher damit zu tun, wie stressfrei oder stressreich eine solche Arbeit ist. Also wie angespannt man innerhalb der Arbeit ist. Ich glaube nicht, dass sicher ist es immer eine Bereicherung. Also sagen wir mal, das Bereichernde ist jetzt nicht unbedingt diese Figur für mich. Natürlich, ich lerne da etwas kennen, was mich interessiert. Und oberflächlich gesehen gibt es Dinge, die ich vielleicht dann übernehmen kann. Zum Beispiel habe ich aufgrund meiner Begegnung mit Clara Schumann mit Sicherheit Lust gehabt, Klavier zu lernen und habe das dann auch gemacht. Habe angefangen mit Klavierunterricht und so weiter. Aber jetzt mal auf einer tieferen Ebene ist das Interessante eigentlich, dass man sich anhand eines Stoffes, der wie eine Folie ist, mit einem geistigen Gegenstand beschäftigt und das dann auch sozusagen nach außen bringt. Das heißt, ich mache mir klar, was will ich eigentlich erzählen über diesen Menschen? Was gibt es Interessantes über diesen Menschen zu berichten? Und bei Ulrike Meinhof zum Beispiel war mir wichtig, dass man auch sieht, dass sie eine ganz weiche und unbeholfene, vielleicht sogar ohnmächtige Seite hat, die sie dazu gebracht hat. Warum ist sie so aktiv geworden? Warum ist sie so fanatisch geworden? Das heißt also, ich wollte diese Ausgangssituation, von der ich annehme, dass sie da war, auch mitschwingen lassen in meiner Darstellung. Und das ist dann eigentlich das Interessante für mich. Stärker jetzt, als dass das jetzt unbedingt Ulrike Meinhof ist, aber ist es eigentlich, wie kommt so ein Mensch, der ein gesellschaftliches Anliegen hat, dazu, sich dermaßen zu radikalisieren? Also was sind eigentlich die Ingredienzien? Warum kommt ein Fanatismus dazu? Ja? Und wie entsteht sowas? Das ist das, was mich dann interessiert. Das ist nicht unbedingt gebunden an die Person jetzt in dem Fall. Aber es ist eine Auseinandersetzung und wenn das glückt innerhalb einer Darstellung, einer Figur, dann erleben das auch die Zuschauer. Das heißt, sie wissen vielleicht nicht ganz genau, woher kommt es, aber eine gewisse Faszination für die Figur oder ein Verständnis für diesen Menschen ist dann meistens das Resultat. Und das finde ich schön, wenn die Menschen sozusagen, die sich Filme anschauen oder Geschichten anhören, ein Stück weit auch
mit sich selbst darüber nachdenken oder über sich selbst nachdenken und ihnen was klar wird über das, was Menschsein eigentlich heißt und was es da alles für Bewegungen gibt. Wenn Sie dann zwischen den Projekten Zeit haben, einfach Sie selbst zu sein, was brauchen Sie dann auch, um wieder neue Kräfte zu tanken, um wieder einen neuen Raum freizumachen für was Neues? Ja, viel, viel Freiheit. Also das heißt, möglichst wenig Termine oder festgeschriebene Zeiten, sondern einfach, dass ich sozusagen wirklich dann machen kann, was ich will, eine Zeit lang. Und das ist jetzt auch durch Corona bedingt in den letzten Jahren ganz gut gewesen, weil wir da eigentlich ohne schlechtes Gewissen auch mal einfach gar nichts zu tun hatten und auch nichts vorbereiten mussten. Weil sonst ist es ja schon oft so, dass man auch selbst wenn man jetzt nicht unmittelbar in einer Dreharbeit steckt, man meist irgendwas gerade vorbereitet oder lernt. Oder wenn ich jetzt am Sonntag das Konzert habe, dann beschäftige ich mich halt 2 Wochen vorher. Ich habe das Konzert ja schon öfters gemacht, also ich beschäftige mich einige Wochen vorher natürlich mit den Texten und mit dem, was ich da performe und gehe das durch und wiederhole das. Und so ist man eigentlich permanent, eigentlich täglich mit dem Instrument und dem Instrumentarium seines Berufs beschäftigt. Und wenn das dann mal einfach stillsteht für eine Zeit, so, das ist dann auch mal ganz schön. Ja. Und man sich auch wieder mit den Leuten, die man kennt und mit seinen Liebsten beschäftigen kann und mit denen zusammen sein kann. Das ist dann, sehr, sehr, sehr schön. Oder ich sitze dann einfach nur rum und schaue mir die Natur an oder gehe spazieren oder lese irgendwas, was jetzt nicht unbedingt sachbezogen ist. Ja. Dinge, die auch dann nicht sein müssen, sondern genau, die einfach halt sein alles, können. Alles, was überflüssig ist, ist dann eigentlich, ist dann eigentlich klasse. Ja, je länger, je lieber heißt das Programm, das Sie am Sonntag hier in der Philharmonie aufführen, zusammen mit dem Bariton Georg Niegel und mit Elena Baschkirova an den Tasten. Was genau ist das denn für ein Programm? Ja, das war ursprünglich mal gedacht als eine Hommage an die Musik, eine Hommage auch an das Lied. Und wir sind dann durch die Lieblingslieder, Georg Niegel hat gesagt, ach, das wollte ich immer schon mal singen, das ist mein Lieblingslied. Wir sind dann durch diese Lieder gegangen und haben festgestellt, ja, das kann man mit den Poemen, den Gedichten und den Texten gut verbinden. Und wir gehen eigentlich durch verschiedene Themenkreise. Und interessanterweise berührt das ganz viel, von dem wir auch noch nicht wissen konnten, dass es aktuell ist. Also dieses Programm ist eigentlich immer aktuell. Das ist was jetzt meine Texte betrifft, zusammengestellt worden von Gerhard Ahrens. Und er hat interessanterweise auch einen Themenblock Krieg und Schlachten drin, also wo ich das wunderbare Poem von Bertolt Brecht an die Nachgeborenen zitiere und rezitiere. Und Georg Niegel singt die Revelge von Mahler. Also es sind so 2, 3 Dinge, die sich um dieses Thema ranken. Wir haben natürlich zu Beginn den großen Themenblock überhaupt an die Musik, ein paar Nietzsche-Texte über die Musik. Dann haben wir Licht und Dunkel, dann haben wir die Liebe, dann haben wir eben die Schlacht, den Krieg und am Schluss die Sehnsucht. Also es geht so durch alle möglichen Themenbereiche hindurch. Und das ergänzt sich aufs Allerschönste. Also ich bin immer wieder überrascht, wie schön und wunderbar das zusammenpasst. Und es sind eben Texte und auch Lieder, auch teilweise sehr lustige Lieder, aber auch Texte, die man lange nicht gehört hat und die wahnsinnig schön sind. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich das Programm performen kann und auf die Bühne kann damit, weil es ist wirklich ein großer sprachlicher Reichtum da, den es gibt in Deutschland mit diesen wunderbaren Gedichten und den tollen Dichtern, die wir haben, aber die hört man einfach gar nie. Und wer liest das schon eigentlich? Fast kaum noch jemand. Ja, und ich merke da immer, dass das Publikum die Ohren ganz weit aufsperrt. Da erfährt man sicherlich auch wieder viel über das Menschsein an sich, über die verschiedenen Lebensbereich, über die verschiedenen Gefühlsfarben. Ist das was Sie auch durchgehend begleitet oder wo Sie so eine gewisse Sehnsucht haben, das zu erforschen, auch in den verschiedenen Rollen? Was,
Was macht den Menschen aus? Was für seelische Abgründe gibt es? Also nicht nur so die Oberflächlichkeiten immer zu streifen, sondern tatsächlich mal so ein bisschen tiefer zu schürfen. Ja, das ergibt sich ganz von selbst. Also wenn man eine Figur spielt oder eine Rolle spielt, muss man sich immer fragen, woher kommt das? Warum reagiert der Mensch jetzt so? Was macht er? Es gibt ja immer sozusagen den Text oder das, was die schauspielerische Situation ausmacht. Und darunter gibt es noch einen riesengroßen Eisberg. Das sind die Gefühle und das ist das, was seine Bewegung ist im Hier und Jetzt. Und das muss man natürlich wissen als Schauspieler. Also das ist ja nicht nur damit getan, dass man seinen Text gut lernt und abliefert, sondern jeder Satz hat ja eine Haltung, die dahinter steht. Also ja, man kann ja alles ausdrücken das ist ganz unwichtig eigentlich. Die Sprache ist gar nicht so wichtig, aber die Haltung, die dahinter steckt, ist wichtig. Und das ist natürlich, das ist quasi das ABC der Schauspielerei. Das ist das, was das Ganze interessant macht. Aber ich muss sagen, ich finde eigentlich alle Menschen interessant. Also ich finde, wenn ich ein gutes Drehbuch habe, eine gute Geschichte, ich finde es ja auch immer wichtig, dass Filme irgendwie nicht langweilig sind. Und das ist halt auch schon sehr schwierig. Also ein richtig gutes Drehbuch heißt ja auch, dass es Dinge sind, die wir nicht schon kennen und nicht schon tausendmal gesehen haben. Das heißt, man muss sich da schon auch immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ist es denn leichter, dass irgendwas richtig lustig ist, oder ist es leichter, in traurige Gefühlswelten zu gehen für Sie? Ach, ich finde das beides gleich. Das ist eigentlich egal. Meistens ist ja in den Komödien auch irgendwas Trauriges. Und wenn es eine gute Tragödie ist, gibt es auch leichtere Momente. Also es mischt sich eigentlich immer ganz gut. Nein, also ich finde beides eigentlich, ja, beides gleichberechtigt. Sie haben Ihre Ausbildung in Berlin an der HDK gemacht und sind dort zur Schauspielschule gegangen. Gibt es jetzt auch nach so vielen Jahren und Projekten, Erfahrungen, Filmen, die Sie gedreht haben, gibt es was, wo Sie immer noch zurückdenken an diese frühe Zeit Ihrer Ausbildung und wo Sie irgendwas mitgenommen haben für sich, wo Sie denken, ah, das habe ich damals mir verinnerlicht und das ist was, da greife ich heute noch drauf zurück? Ja, wir hatten natürlich eine unglaublich gute körperliche Ausbildung und wir hatten, glaube ich, über ein Jahr oder 2 Jahre sogar das Grotowski-Training gemacht an der Schauspielschule. Das heißt, dass du eigentlich ein ganz klares und genaues Gefühl für deinen Körper im Raum entwickelst und für eine Körpersprache auch eine Körperlichkeit. Also, dass du mit kleinsten inneren Spannungen und Bewegungen ausdrücken kannst oder zeigen kannst, was mit dir los ist. Und das ist jetzt kein psychologisches Spiel. Also das ist nicht Strasberg, sondern das Gegenteil. Also da habe ich wahnsinnig davon profitiert, muss ich sagen. Ich habe natürlich auch da habe ich sehr vor allem für die Filmarbeit davon profitiert. Ich konnte immer, bei der Filmarbeit geht es ja darum, dass du fast manchmal sogar einen Zentimeter, also zumindest war es früher so, auf den Zentimeter genau Markierungen treffen musst. Das heißt, aufgrund der Schärfen, die Kamera zieht, musst du an einem bestimmten Punkt ankommen. Wenn du den Satz am Ende des Satzes bist, musst du an dem Punkt ankommen. Und das muss dieser Punkt sein und nicht 10 Zentimeter vor oder zurück. Das heißt also, du brauchst eine große Präzision, was die Körperarbeit angeht. Das sieht dann im Film kein Mensch. Das sieht dann hinterher ganz normal aus. Aber du musst das eben genau können. Und das habe ich dort gelernt. Das habe ich auch anfangs gar nicht gewusst. Ich habe meine ersten Dreharbeiten gemacht und dachte, wieso kann ich das eigentlich gleich so schnell? Und das hatte mit dieser Arbeit zu tun. Ich hatte auch wirklich große Begegnungen mit Lehrern und Lehrer haben mir immer sehr geholfen und mir Zuversicht gegeben. Ja, da hatte ich einige, da war eine sehr wichtige Lehrerin war Sabine Andreas, die war damals von der Schaubühne an die Schule gekommen und das war unsere szenische Lehrerin. Ja, frei zu werden, sich zu öffnen, lebendig zu sein, nicht in der Vorstellung dessen feststecken zu bleiben, was man sich irgendwie einem als erstes in den Sinn kommt. Also da habe ich sehr, sehr profitiert. Also ich habe immer wieder, denke ich, an meine Lehrer und auch an die Zeit zurück. Ich habe von der Schule ganz viel profitiert. Das waren aber 4 intensive Jahre.
wo man wirklich von morgens bis abends nichts anderes gemacht hat, als sich damit zu beschäftigen. Das war schon mit 10 oder 14 waren wir Kommilitonen. Das war schon was ganz Besonderes, also eine besondere Zeit und auch, dass man sich die Ruhe gönnt, das alles zu erforschen und auch sich Fehler leisten kann. Das fand ich unheimlich toll. Ich bin sehr glücklich mit meiner Ausbildung. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben für Clara Schumann für den Film haben Sie Klavierspielen gelernt, ansonsten aber auch Segeln, Kochen, verschiedene Sprachen. Das ist ja wirklich eine intensive Arbeit, die man leistet, wenn man sich so einem Projekt widmet. Was würden Sie denn ganz unabhängig von diesen praktischen Angelegenheiten sagen? Was sind so die wichtigsten Dinge, die Sie gelernt haben als Schauspielerin, aber auch als Mensch im Laufe all der Projekte, die Sie gemacht haben? Also für mich ist es interessant, dass es tatsächlich einen unsichtbaren Raum gibt, in dem man sich gut bewegen kann und der einfach existent ist. Und der ist für mich immer deutlicher und wichtiger geworden. Also ich habe das zwar schon früher gewusst, als Kind weiß man das auch. Aber das ist schwer in Worte zu fassen, aber das ist das, was ich eigentlich erfahre, weil ich mich ja immer in einem fiktionalen Raum bewege. Sowohl wenn ich arbeite, mich vorbereite oder lerne, als auch wenn ich dann spiele, weil es ist ja alles nicht echt. Also, und wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt, also weiß was ich, mein Vater ist gerade gestorben und ich weine, dann ist mein Vater nicht gerade gestorben oder so. Ich muss mir das dann halt vorstellen oder muss aber echte Empfindungen dabei haben. Und das finde ich schon erstaunlich, also wie real diese nicht sichtbare Welt ist, ja. Und wie real diese, ich sag mal, Atmosphären eigentlich auch sind. Und ich habe festgestellt, dass das auch etwas ist, was es zwischen uns Menschen gibt im normalen Leben. Und darauf bin ich natürlich sehr gut eingestellt. Also ich kann sehr gut mitbekommen, was ist eigentlich los im Raum, was ist mit dem Menschen los, dass man sozusagen ein bisschen ein Gespür bekommt auch für das Unsichtbare, was um einen Menschen ist, oder auch für das Wesen, was in einem Menschen ist und was den Menschen eigentlich ausmacht. Also das ist etwas, was der Beruf einem bestimmt gibt oder was ich gelernt habe oder was ich erfahren habe. Und das Zweite ist, dass mein Beruf unmittelbar mit ganz intensiver Zusammenarbeit zusammenhängt. Also ich bin in jeder Sekunde angewiesen auf andere. Und es ist immer ein zu zweit oder zu dritt oder zu fünf oder zu zehn sein. Meistens sind wir um die 20, 30 Leute. Und das eine Zahnrad ist genauso wichtig wie das andere. Und das ist etwas, was man für selbstverständlich nimmt. Aber im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, wie wichtig das ist, dass man eben wirklich auch Teamworker ist und sich bezieht auf die anderen Menschen und sich nicht abkapselt. Und die Gefahr ist natürlich in der solitären Position, in der Schauspieler steht, ist die Gefahr groß, zumal auch der Schauspieler immer in die andere Welt geht. Die anderen sind immer im Hier und Jetzt, aber der Schauspieler geht ja auch immer in seine eigene fiktionale Welt. Und die Verbindung zu bewahren zu den Leuten, mit denen man arbeitet, und zu wissen, das ist nicht am Ende des Tages nicht für mich oder für uns, das ist für Zuschauer. Und zwar meistens sind es dann sehr viele Zuschauer, dass man das im Auge behält. Und das ist etwas wahnsinnig Schönes. Also das habe ich auch so nicht in der Form nicht gewusst. Also das sind die beiden Sachen, die ich eigentlich hochhalte und die ich wirklich, mit denen ich gerne umgehe, auch jetzt noch. Und fällt Ihnen das leicht, nach so einer intensiven Zeit in einem Projekt dann auch wieder dieser Figur oder der Geschichte Tschüss zu sagen? Oder hängt Ihnen das manchmal auch noch so ein bisschen nach? Nee, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn es vorbei ist. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwie, also es hängt einem nach, natürlich, man denkt an die Menschen, mit denen man gearbeitet hat, oder an die Kollegen. Man fragt sich, was wird daraus? Jetzt kommt der Schnitt, jetzt kommt die Mischung, jetzt kommt der Ton dazu und so weiter. Dann entsteht ja nochmal was ganz Neues. Also es fehlt einem dann, ja, das ist manchmal schwierig, dass es so abbricht. Also man arbeitet ja 6, 8 Wochen intensiv zusammen und dann ist es mit einmal vorbei. Und zwar vollkommen vorbei. Also ist dann auch nicht so, dass man sich dann nach ein paar Wochen wieder sieht, ne? Es ist wirklich dann vorbei.
Und das ist schon, da muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist manchmal nicht so einfach. Und man ist dann in so einem sehr intensiven Arbeitsrhythmus, der ist dann auch plötzlich weg. Das ist auch manchmal so seltsam. Aber ich bin immer froh, wenn man was hingekriegt hat, in dem Moment, wo das im Kasten ist und wo man sagt, okay, jetzt haben wir es eingefangen. Jetzt hat sich das genau abgespielt oder es hat sich sogar noch mehr abgespielt. Und die Kamera ist zum Glück gelaufen. Und es ist nichts schiefgegangen und es wurde aufgenommen. Das ist dann immer wie so ein Sechser im Lotto. Du sagst dann so, oh cool, jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt ist es drin. Ne? Und du merkst dann auch, das wird rübergehen, das wird draußen ankommen. Ja? Das hat gezündet und so. Und das sind so besondere Momente. Also die sind auch nicht so ohne weiteres. Also da gehört schon viel auch von allen Seiten an. An guter Konzentration, guter Spannung und guter, das ist manchmal wie so ein Hochseilakt, ja. Und da, wenn das glückt, dann ist man einfach erleichtert und dann ist man auch froh, dass es das jetzt war, sozusagen, ja. Ich bin dann immer ganz, ganz froh. Ich denke natürlich, und ich habe das schon oft erzählt, aber das ist für mich jedes Mal wieder eindrücklich. Es geht meistens bei der Kleidung so, dass ich denke, die Kleidung, die diese Person trägt, in dem Film zum Beispiel, die ist so toll. Also das kaufe ich jetzt ab. Dann kaufe ich oft so einzelne Kostümteile ab, weil ich die so super finde. Und wenn ich die dann eine Woche oder zwei oder 5 Wochen später dann anziehen möchte, merke ich, dass es total komisch aussieht und wirklich überhaupt nicht toll ist. Und meistens auch sehr seltsamer. Klamotten sind, die schienen mir aber in dem Moment eben perfekt. Und daran merke ich einfach, dass man doch in eine andere Haut in gewisser Weise schlüpft, ja. Jetzt durften Sie ja auch schon häufiger die Erfahrung machen, dass so ein Film oder irgendein Projekt hinterher auch ausgezeichnet wurde. Das ist, stelle ich mir aber auch ein bisschen abstrakt vor, weil wenn es zu dieser Auszeichnung kommt, zu der Veröffentlichung überhaupt, dann sind Sie selbst ja schon lange fertig mit dem Entstehungsprozess von so einem Film. Was macht für Sie persönlich das Gefühl aus, ah, da habe ich jetzt was richtig gut gemacht? Da spüre ich für mich selber ganz subjektiv ein Erfolgserlebnis. Ist das an solche Auszeichnungen geknüpft oder an ganz andere Dinge? Also, das sieht man dann, wenn man den Film zum ersten Mal sieht oder auch zum dritten Mal. Meistens beim ersten Mal sind die Eindrücke so stark, dass man es gar nicht richtig, noch nicht so richtig an die richtigen Ecken packen kann, was man da sieht. Aber da sehe ich doch dann schon manchmal, ah, es gibt so Momente, wo das einen erwischt, so, wo das fließt, wo das gut ist, also wo das auch ankommt. Und ich sehe mich ja selber nicht. Also das heißt, ich spüre mich ja nur. Also ich empfinde mich, aber ich sehe mich selber nicht. Also ich sehe mich, ich weiß weniger, wie ich aussehe als jeder andere. Insofern bin ich dann oft auch überrascht, und muss das erstmal zusammenbringen. Das, was ich empfunden habe beim Spielen und das, was ich dann sehe, wie das rüberkommt oder aussieht. Also ich erlebe da oft auch, das hat auch mit Licht und Kamera und so zu tun, dass ich was sehe, was ich gar nicht erwartet habe oder wo ich mich teilweise selber überrasche mit dem, was dann da passiert oder wie ich da aussehe oder was ich mache oder wie das rüberkommt. Also wenn mich das überzeugt, was ich da sehe, wenn es auch stimmig eingebunden ist, dann bin ich oft sehr, dann bin ich oft glücklich oder zufrieden. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass man unzufrieden ist und sagt, warum ist jetzt diese Szene weggefallen, warum ist das so oberflächlich geschnitten oder schnell geschnitten oder so. Also das gibt schon auch Enttäuschungen, denn mein Material ist ja, wird ja zur Verfügung gestellt und verändert sich dann ja auch. Also da kann man schon auch Überraschungen erleben, wenn man dann den Film sieht. Die Auszeichnungen, die erfolgen meistens, muss ich sagen, wenn ich jetzt auf meine Laufbahn zurückblicke, wenn was wirklich gut ist und wenn was auch wirklich ankommt. Ich habe eigentlich nie eine Auszeichnung für irgendwas bekommen, wo ich so dachte, hä, wieso kriege ich jetzt diese Auszeichnung oder wieso dieser Film jetzt oder so. Also es war schon immer dann was Besonderes dran. Und insofern, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Auszeichnungen mittlerweile. Und wenn man mal bei den, sag ich mal, namhaften oder einigermaßen bekannten Schauspielern guckt, die haben ja alle ihre sehr vielen Auszeichnungen bekommen. Aber es ist oft auch gerechtfertigt, es ist auch oft, es ist immer was sehr Schönes. Und ich bin eigentlich immer auch
Ich freue mich immer darüber. Natürlich, so eine Auszeichnung, die katapultiert einen, auf dem, was den Markt angeht, ein bisschen nach vorne. Und der Markt ist hart umkämpft. Gerade der Kinomarkt und das, ja, da gibt es ja viel, aber es ist jetzt nicht so, sag ich mal, für mich nicht das Entscheidende. Eine Auszeichnung ist schön, aber wenn ich eine Erfüllung habe in der Arbeit und wenn das eine tolle Arbeit ist und man plötzlich Dinge entdeckt und und kreativ sein kann gemeinsam, das ist für mich immer das Beste eigentlich. Und das entsteht natürlich am Arbeitsplatz, so also lange vorher, wie Sie schon sagen. Können Sie sich dann selbst manchmal auch ein Kompliment machen oder sehen Sie sich selber eher immer ein bisschen kritisch? Ich kann schon sehen, wenn was gelingt und wenn ich das, ja, ich bin dann eher schon stark, sehr, sehr kritisch, aber ich sehe schon, was gelingt. Und wenn was gelingt, das ist dann, das, ja, ich bin eher streng mit mir. Naja, das ist ja auch gut, weil man will ja auch sich weiterentwickeln und nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Das kann man sowieso nicht, weil jede Rolle anders ist. Aber es gibt schon immer Dinge, an denen ich noch weiter arbeite. Also ich finde die Reduktion interessant. Also ich finde es interessant, nur wirklich das zu tun, wo du hast ja ein ungeheures Instrumentarium als Schauspieler und als Mensch. Und je deutlicher man dann ist in der Bewegung, umso besser. Wenn man noch 20 andere Bewegungen macht, dann kriegt man das Eigentliche nicht mehr mit. Also ich mag das gern, wenn es ein reduziertes Spiel ist und ein klares Spiel. Und da gibt es immer zu tun, also und zu verfeinern und rauszufinden. Und nee, aber manchmal kommen eben, also die Momente, wo man so ganz losgelöst ist und wo man sich selbst völlig vergisst, das ist eigentlich das. Das ist nicht immer unbedingt besonders gut dann, aber manchmal dann eben kommt beides zusammen und dann kann es auch wirklich besonders und umwerfend sein. Also ein sehr schönes Kompliment für mich war ganz am Anfang meiner Laufbahn, als ich bei Helmut Dietl Rossini die Serafina gespielt habe, diese kleine italienische Kellnerin, und keiner wusste, dass das ich bin. Und alle dachten, wo kommt jetzt diese Italienerin her, wie heißt denn diese italienische Schauspielerin? Das weiß ich noch, dass das damals, das haben mir einige Leute gesagt, so sie hätten gedacht, das ist eine Italienerin. Und da war ich wahnsinnig stolz. Ich meine, ich hab wirklich nur 5 Worte oder Sätze gesagt auf Italienisch, aber da habe ich sehr für gearbeitet. Und dass die Leute dann mich nicht erkannt haben, obwohl ich da mit einem ziemlich offenen Gesicht spiele, das fand ich ein ziemlich gutes Kompliment. Am Sonntag, da haben Sie ein Live-Publikum. Ist das für Sie Richtig, auch ja. eine besondere Freude, also ein Live-Publikum zu haben? Das ist ja auch jetzt bei Filmdrehs oder wenn man ein Hörbuch einspricht, nicht unbedingt selbstverständlich. Was macht für Sie den Reiz aus, jetzt am Sonntag mal live vor Leuten auf der Bühne zu stehen? Das ist einfach ganz wunderschön, weil man sieht die Menschen, man sieht, wie sie zuhören und wie sie das aufnehmen. Und man kann gemeinsam mit ihnen eigentlich, also man reagiert natürlich immer auf das, was vom Publikum kommt. Also spürst ja auch eben die Stimmung im Publikum. Das ist ein gemeinsames, eigentlich ein Geben und Nehmen. Und das ist auch immer aufregend. Man hat immer eine große Vorfreude. Und ja, das ist wirklich nochmal was ganz anderes und was wahnsinnig, also ich mag das unheimlich gern. Und man merkt auch, je mehr, also je genauer und besser man die Energie dann reingibt, umso mehr kommt es dann auch beim Publikum an. Und die Leute gehen mit und verstehen, worum es geht und sind berührt oder, also das ist schon wirklich so für mich mit eins der schönsten Erlebnisse immer. Und beim Rezitieren, also es ist anders als im Theater, steht man ja wirklich quasi da und konfrontiert sich selbst oder setzt sich selbst der Situation aus und steht einfach da und spricht zu den Leuten. Also es ist ja tatsächlich, als würde man ja ihnen einen Monolog halten oder ihnen ein Gedicht oder wie man als Kind, ich musste als Kind noch oder durfte als Kind noch Gedichte aufsagen, nicht nur in der Schule, sondern auch bei festlichen Anlässen und so. Und das ist immer für die Menschen direkt, nicht? Also man sagt, ciao, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und die geht so. Und dann legt man los.
Und das heißt, die Menschen nehmen das ja auch so wahr, als etwas, was unmittelbar an sie gerichtet ist. Und das heißt, das ist eine ganz innige, sehr, sehr fast intime Begegnung mit dem Menschen. Herrlich. Ein schönes Schlusswort noch dazu, finde ich. Ich wünsche Ihnen jedenfalls ein ganz schönes Konzerterlebnis. Das ist ja, man denkt ja immer, naja, das, für das Publikum ist es ein Konzerterlebnis, aber das ist ja auf der anderen Seite auf der Bühne nicht weniger so. Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, das Publikum weiß gar nicht und unterschätzt manchmal, wie sensibel die Künstler dafür auch sind und wie es ihnen darum auch zu tun ist, dass es eine Resonanz gibt. Und es ist, muss ich sagen, natürlich durch die letzten 2 Jahre, die wir uns seltener gesehen haben, noch intensiviert worden. Also die Dankbarkeit, auch wenn ich selber in ein Konzert gehe, ist natürlich groß, dass man jetzt einfach wieder das genießen kann und man weiß zu schätzen, wie besonders diese Momente sind, wo man wirklich gemeinsam in einem solchen Konzertsaal sein kann und die sich die Zeit nehmen kann, dieser wunderbaren Musik und auch diesen der Poesie eigentlich nachzuhorchen und die Seele zu öffnen. Das sind kostbare Momente und das wissen die Menschen, die da kommen und auch wir wissen das. Und wir wissen es jetzt umso mehr zu schätzen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für unser Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen konnten. Ja, ich fand das auch ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Ja, das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und sage Tschüss und bis bald.